Also gut, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls 2. Hat ja jetzt lange genug gedauert. Da möchte ich mich gleich als erstes mal für entschuldigen. Lag hauptsächlich dran, dass es mir nicht sonderlich gut ging. Angefangen vom Durchfall bis hin zu Schädelschmerzen und ähnlichem. Da hatte ich nicht wirklich Lust aufzunehmen. ja, dafür entschuldige ich mich. Ich mich gerade mal herzlichst. Und ich habe auch gleich zu Anfang nochmal etwas ja, Wichtigeres zu erwähnen. Und zwar, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich habe einen Char, der ist schon im New Game Plus. Und ich habe einen Char, mit dem kann ich jetzt ins New Game Plus gehen. Ich lasse euch jetzt mal die Entscheidung, ich mache mit diesem Char hier noch die Irdenspitze vollständig bis hin zum nächsten Gebiet. Und so lange, also sind so zwei Folgen, so lange lasse ich euch die Entscheidung, ob ihr ein komplettes Let's Play nochmal sehen wollt auf New Game Plus oder mit dem anderen Char habe ich mich durchgekämpft bis zum nächsten Gebiet nach der Irdenspitze. Das ist dann einfach eure Entscheidung, ob ihr sehen wollt von dem Gebiet ab weiter. Oder von Anfang an nochmal ein komplettes Let's Play auf New Game Plus, weil einer meiner Abonnenten, der Chrissy, ich glaube zumindest war der Chrissy, wenn nicht, tut's mir leid, hat mich darauf hingewiesen, dass ja, dass so ein Blind Let's Play, was es ja eigentlich nicht mehr ist, ich habe, wie gesagt, schon einen Schau auf New Game Plus, ich habe einen mit dem hätte ich schon lange ins New Game Plus gehen können, hab's aber noch nicht getan, weil ich noch Zeug besorgen wollte und alles. Und es ist auf jeden Fall seit, ich glaube, Folge 13, 14, 15, irgendwas in dem Bereich, kein Blind Let's Play mehr. Aber ich verstehe voll und ganz, wenn einer von euch sagt, oder vielleicht sogar mehrere, oder einer sagt und mehrere denken's, was ich mir durchaus vorstellen kann. So ein Let's Play auf... Och, jetzt meldet sich mein Antivirenprogramm. Geht's dir noch gut? Ich verstehe es vollkommen, wenn einer sagt und mehrere denken, ja, so ein New Game Plus Let's Play, okay, ist ganz cool und so, aber ich habe das Game schon selber gezockt und da ist einfach irgendwie der Zauber draußen. Verstehe ich vollkommen. Ich verschwende hier meine Fackel, aber mir soll's recht sein. Deswegen, wie gesagt, lasse ich euch die Entscheidung, ob ihr ein komplettes LP sehen wollt. Nochmal New Game Plus. Von Anfang an. Oder ein Let's Play von dem Punkt ab, wo die Irdenspitze aufhört. Das lasse ich euch und ja, bis dahin würde ich einfach mal sagen, machen wir aufs Normalste weiter im New Game. So, da wir nun das aus dem Weg geräumt haben, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich benutze diese Fackel und zünde diese scheiß, ja, dieses scheiß Mühlenrad hier an. Macht dann schön voll voll und brennt schön und alles kabatt und alles am Arsch. Und das müsste dann auch gleich aufhören, sich zu drehen. Ansonsten hätte das nämlich gerade gar nichts gebracht. Oder es hört halt auch nicht auf, sich zu drehen. Gut. Wie du willst, Spiel. So, nachdem wir das erledigt haben, gehen wir weiter. Also wie gesagt, ach, jetzt hat es aufgehört, sich zu drehen. Du musst erst eine Etage nach oben. Ah, I see. So, hier aufpassen. Falle. Gut justiert. Machen wir den Typen kurz kalt. Und schnappen uns hier drüben die hässlichste Maske des Games. So. Ja. Na. Das sollte mal ursprünglich die Maske aus dem Trailer gewesen sein. Ich weiß nicht, was sie damit angestellt haben, aber das ist nicht die Maske aus den Trailern. Die Maske aus den Trailern sah einfach mal viel geiler aus. Und hatte auch nicht diese blöde Nase und diesen scheiß Mund und hatte nur so zwei länglichere Schlitze für die Augen und war komplett weiß, wenn ich das richtig in Erinnerung gerade habe. Also ja,
sah auf jeden Fall viel, viel geiler aus. Und jetzt setzen wir diese Abomination erstmal ab. So. Und weiter geht's. Wir könnten jetzt diese Leiter hier hoch und einen Teil des nächsten Gebietes skippen. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Weil ich will mir da was holen. Und natürlich ein paar Typen platt machen und das hier Länder hier platt machen und erstmal mit dem nächsten NPC reden. Und zwar dem hier. Na? Sup, Bro. Shush, you idiot. Stay quiet. Ihr Idioten? I'm on the run. Achso, ihr Don't give me Idioten. away. You're a fugitive too, eh? Wie man's nimmt, ja. Yeah. Why else would you be here? It's got death written all over it. You want to climb down here? Ja, da liegt Loot. I can lend you a ladder. Oh, But Leiter. how much can you offer me? Ich kann dir Seelen Why, yeah. anbieten. I'm trying to help you, you know. Have you no gratitude? Downright rude, really. Doch, das tut mir aber leid. I've got a soft heart, so. I let you off. This once. Seelen bezahlen. Benötigte Seelen 2000. Ja, da hast du. Alright, it'll be just a Dann moment. bau mal deine Leiter. So, hier haben wir Leiterbauer Gilligan. Das ist aber eigentlich voll der Flug. Der baut gar keine Leitern. Der klaut sie nur von einer Stelle und setzt sie an eine andere. Und die sieht auch nicht wirklich stabil aus, abgesehen davon. Beziehungsweise befestigt. Go on ahead. I won't offer this deal twice. Alles klar. So, wie gesagt, die sieht nicht wirklich feste befestigt aus. Aber unser Gewicht sollte das, glaube ich, ins Gerade rücken. Ich weiß es nicht. Wie man es nimmt. So, hier unten finden wir eine Pharos-Weisheitsverknüpfung und ein Funkeltitanit. Das war aber nicht das Item, was ich da von da unten gesehen hatte, ne? Nee. Ach, übrigens, was mir dem letzten aufgefallen ist bei einer Invasion, du kannst von hier runterspringen. Ich probier's gerade mal kurz, ich habe aber nicht den Ring an, ne? Ich habe den Silberkatzenring. Also bei einer Invasion ist mir das mal aufgefallen, da bin ich nämlich runtergefallen und wäre rein theoretisch nicht gestorben, weil die Höhe nicht zu hoch war. Tja, sag ich's nicht? Ja, so einfach geht's, wa? Also, wenn ihr mal irgendwie Invader tricken wollt oder sowas, hier habt ihr einen Ort, wo ihr runterjumpen könnt. Ja. Das geht, glaube ich, sogar bloß von hier, wenn dann. Weil rein theoretisch müsste sich dann der Bossraum und so zumachen, wenn eine Invasion kommt. Rein theoretisch, also. Ich mache gerade keine Versprechungen, ne? So, ziehen wir uns mal wieder an. So. Na, wo sind sie? Da. Schöne Sache. Alles klar. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich habe jetzt keinen Bock, da hochzulatschen. Und nehme gerade mal noch einen Schluck, weil ich hatte es während meiner Krankheitsphase auch ein bisschen mit dem Hals. Was auch ein bisschen assi ist, ne? Also so viel sei euch gesagt. Ich habe mich die letzten paar Tage nur von Kamillentee, von grünem Tee und von Jasmintee ernährt. Und ich meine wirklich ernährt. Ich habe kaum was gegessen und ja. Na? Was ziehe ich denn an? Ein Ring der Klinge. So. Moschen wir dich nochmal kaputt. So, sag tschüss. Warum ist nämlich immer hier, wenn ich den Regen-Ring anhab? Ich weiß es nicht. Ach, okay, und seinen Dialog haben wir wohl anscheinend exhausted. Oder vielleicht musst du nur die Leiter kaufen, ich weiß es nicht.
Aber wie gesagt, auf die Art verzieht sich Gilligan, der Leiterbauer, und geht nach Majula, wo er sich an das Loch setzt. Das Loch. Das Loch, das Elendige! So, jetzt haben wir hier eine. Wie heißt das denn? Bring mich jetzt nicht aus dem Konzept. Jetzt haben wir hier einen Apparat, so, der uns eine Etage weiter nach oben bringt, als wir normalerweise hinkommen würden. Und hier explodiert natürlich alles erstmal und alles voll am Arsch und voll kaputt. Und hier finden wir eine Mirror Shield. Und jetzt verziehen wir uns wieder. Ist mir nämlich zu stressig gerade. So, Mirror Shield. Haben wir auch schon gesehen. Das ist der Schild, den Lucatil benutzt. Apropos Lucatil, einige NPCs wurden gebufft. Gerade für Bosskämpfe. Und ich muss schon sagen, boah, leck mich aber mal ganz dick. Also, den Buff haben sie vielleicht sogar ein bisschen übertrieben. Mirror Shield, der Schild der stolzen Ritter des amtlichen Mirror Ordens. In Mirror, einem stets. Jetzt seid doch mal ruhig und lasst mich in Ruhe lesen. In Mirror, einem stets von Unruhe geplagten Land, symbolisierte dieser Schild die Kraft der berühmten Ritter und ihre Bereitschaft, für ihr Land ihr Leben in die Waagschale zu schmeißen. Sag mal, ich hab gesagt, jetzt seid doch mal ruhig hier, ey. Gibt's ja gar nicht. Ja, und hier ist es eigentlich wie in Dark Souls 1. Für diejenigen unter euch, die, ich sag jetzt mal, viel PvP machen, muss ich sagen, persönlich finde ich das ein echt geiles Schild. Also auf plus 10 hat es, glaube ich, 58 Defense. Nicht Defense, aber hier Haltung. Was gar nicht schlecht ist. Und ja, es sieht auch ziemlich geil aus, gerade wenn man Richtung Erdtöne geht. Ja, ich gehe halber ins Gebiet von Fashion Souls, aber da schicke ich euch doch am besten zu Clowny, also ex-Clown Gaming X, der Oberpro des Fashion Souls, oder fast der Oberpro, ist auf jeden Fall garantiert der zweitbeste, den ich gesehen habe, was Fashion Souls angeht. Der beste ist natürlich Orzdarva, aber den lassen wir mal Orzdarva sein. Und kümmere ich mich hier erstmal um den Meister. Komm, steh auf, du hast noch nicht genug. So, geht doch. Und wir kriegen. Oh, Grabwächtermaske, schön. Da habe ich ein bisschen Lore, glaube ich. Sag mal, geht's noch? So, da drüben ist was, ne? Abgesehen natürlich von so einer Pyromancy-Frau. Und dieses Item können wir uns holen, dafür muss man aber ganz dumm da drüben hinspringen. Ich habe jetzt keinen Ring der Lebenssicherung, weil ich den natürlich vergessen habe. Den muss ich mir auch mal holen. Irgendwann mal. Aber wenn man hier richtig springt, dann kann man da drüben auf dieser Seite landen. Ich probiere es gerade mal. Geht doch. So, schimmernder Lebensstein. Lohnt sich natürlich nicht hierher zu kommen, aber wir haben hier noch eine fette Truhe. Und hier finden wir Seele tapferes Krieg, eines tapferen Kriegers und rötliches Wasser. Aber wie gesagt, lohnt sich nicht. Wo sind wir hier eigentlich? Ach, okay, ich glaube, von der Seite kann man sich runterfallen. Ach, okay, hier fällt man einfach runter zu dem Item. Das mache ich doch gerade mal kurz hier, wa? Habe ich sonst noch irgendwas an Rüstung? Nö. Okay. Fail! Gott! Was war denn das bitte? Scheiße. Sorry, Leute. Das war ja gerade Fail hoch 10. Gott, ey, den Clip schneide ich aus und schicke ihn an Sunlight Blade. Das mache ich, glaube ich, sogar.
Die interessieren uns nicht. Den Typ müssen wir noch kurz kalt machen. So. Ja, kurzer Runback, sorry, Leute. Okay, das. Also, nee, das ist mir bis jetzt noch nie passiert. Da bin ich ganz ehrlich, das ist mir noch nie passiert. Gut, ich habe mir das Item auch noch nie geholt, ganz abgesehen davon. So, sag. Tschüss, Mann. Na, komm. Und tschüss. So, dann darf ich da jetzt nochmal rüberspringen und meine Seelen holen. Aber immerhin ist der Sprung einfach. Das habe ich jetzt echt nicht gedacht. So, auf ein neues. Na, komm. So, jetzt erstmal heilen. Alles klar. Hier finden wir ein Breitschwert auf Gift. Und ein Menschenbild. Na, das hat sich dann doch schon eher gelohnt. So. Bin ich gerade der Einzige, der gerade so Sonics Game Over Musik im Kopf hatte? Nein? Okay. gut, dann schlagen wir uns jetzt noch kurz zum nächsten Leuchtfeuer. Obwohl, das wird ein bisschen knapp, die Folge, aber na, komm. Komm. Machst du erstmal Sitz hier. Feine Sache. Schön. Nein, nicht ablegen. Ich will es benutzen. Dankeschön. So, bin wieder Mensch. Ich bin immer noch Sunbro. Und ich ziehe meinen Ring der Klingen wieder an. So. Bam, bam. Tschüss, Mann. Was willst du von mir? Ja, ich weiß, dass demnächst Ostern ist. Und ja, ich habe auch schon was hier geplant. Ja, sorry, dass ich krank war. Tse. Nee, wir gehen nicht zum nächsten Leuchtfeuer. Wir gehen erstmal hier runter. Vorausgesetzt, er ist noch da. Ja, ist er noch. Hier haben wir nämlich Paid, die Drecksau, die Alte. So, jetzt kriegen wir hier komplett Paids komplette Rüstung, sein Schild, sein Speer und den Ring der Dornen. Don't be shy. They were meant for you. Wenn du mir dein ganzes Zeug gegeben hast, was trägst du da gerade? Well, we meet. There's treasure this way, but I have a bad feeling about it. Ja, I mal don't wieder. quite have the guts myself. Wenn dir der Mut fehlt, wie bist du überhaupt hier hochgekommen, Meister? Well, we. There's treasure. Okay, da ist nichts anderes zu sagen. So. Pates Helm. Auf den ersten Blick ein gewöhnlicher Helm, doch in Wahrheit sehr gründlich bearbeitet, gehörte dem sanftmütigen Pate, wurde grundlegend angepasst, eventuell ein Beutestück. Was das wohl zu heißen hat. Auf den ersten Blick gewöhnliche Rüstung, sehr gründlich bearbeitet. Okay. Sagt alles das Gleiche. Pates Schild. Pates Lieblingsgroßschild wirkt zwar nicht außergewöhnlich, wurde jedoch gefertigt, indem dünne Eisenschichten zusammengeschmiedet wurden. Bei diesem Prozess entstand ein Schild, der für sein Gewicht exzellente Verteidigung bietet. Mir fällt gerade auf, der hat nur ein Gewicht von 6. Das ist echt nicht schlecht für ein Großschild. Bei diesem Prozess entstand er. Bitte, es ist nicht immer ratsam, herauszuragen, insbesondere wenn man etwas zu verbergen hat. Och, Pate will doch nichts von uns, oder? Da, Pates Speer. Ein von Pate benutzter Langspeer. Dieser anscheinend ganz gewöhnliche Speer hat offenbar im Lauf unzähliger Schlachten Macht erlangt. Aufzufallen ist nicht immer ratsam, vor allem nicht, wenn man etwas zu verbergen hat. Ja, das haben wir gerade hier gelesen. Und ich möchte gerade noch was dazu sagen, das Breitschwert Gift. Es ist ein ganz normales Breitschwert.
Nur hat es wurde das infused, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht an, mit Gift. Heißt, bei jedem Schlag fühlt sich der Giftmeter beim Gegner, ist ja irgendwo klar, aber ne. Was ich noch kurz zeigen möchte, ist das Moveset von Paige Bear, weil das kenne ich gerade selber nicht. Mir fehlt halt ein Dexterity, um den zu führen, ne? Okay. Relativ standardmäßiges Speer-Moveset. Okay, das ist wiederum ein Lanzen-Moveset. Ich glaube zumindest, dass es Lanze ist. Da müsste ich einen Clowny fragen, weil der kennt das. Das ist so eine Mischung aus Speer und Lanze. Eine Mischung aus Speer und Lanze. Auch interessant. Okay, kennen wir. Sag mal, geht mal das Gift von mir runter? Was soll der Müll? Dankeschön. Jeez. Ist der Rennangriff? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall Lanze, das weiß ich. Also ähnlich wie die Pike. Also kann ich gerade mal zeigen hier, ne? Soweit eigentlich Sperr-Moveset. Nur halt diese starken Attacken. Ja gut, bei der. Das ist der Heidespeer. Ja, das ist der Speer. Okay. Mein Fehler! Ich hab gerade gar keine Lanze im Inventar. Haha! Ja. Na? Einmal wieder toll gemacht. Was hat die für ein Moveset? Nee. Nee, definitiv nicht. Okay. Nun gut, Freunde, aber ich würde sagen, das war's fürs Erste. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns hier den Schatz holen. Nee, aber eine Sache mache ich noch kurz. Ich will noch kurz diese Grabwächtermaske vorlesen. Da, Grabwächtermaske. Von den Gruftwärtern getragene Maske. Keine erkennbare Wirkung, dient nur dem Abhalten des Lichts. Sowas könnte ich gebrauchen. Die Gruftwärter wachen über die ruhenden Toten und achten darauf, dass ihr Schlaf nicht gestört wird. Ob König oder Bauer, klug oder töricht, reich oder arm. Die Wächter behandeln alle mit derselben Sorgfalt. Ja, das ist das, was in uns so in unserer heutigen Gesellschaft, sage ich mal, fehlt. Häftlingskapuze. Lol. Cool. Ziehe ich auch gerade mal auf. Eigentlich nichts Besonderes. Habe ich hier irgendwie eine Wand? Ja. Nichts Besonderes. Nur so ein. Ja, so eine Gypto-Maske mit einem Lappen davor hängt. Also nichts Besonderes, ne? Ja. Machen wir mal den hier. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's fürs Erste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, nochmal, sorry, dass ich krank war. Aber vielen Dank fürs, ja, Durchhalten ohne mich. Ja, sorry. Lass mich auch mal aufspielen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 2, wenn es wieder heißt Prepare to Die. Macht's gut, stay frosty, stay awesome, bis zum nächsten Mal und ciao.